Komm mal her, nimm mal. Du brauchst keine Angst haben. Möhren für die Zwergflusspferde. Dem australischen Star-Dirigenten Niklas Milton sind die Tiere im Rostocker Zoo ans Herz gewachsen. Schon zum vierten Mal unterstützt er den Zoo mit einem Gastauftritt bei der Klassiknacht. Am 5. Juni informierte er über die diesjährigen Highlights des Benefizkonzerts. Die Besucher können sich auf ein Best-of freuen. Die Norddeutsche Philharmonie spielt das Beste aus 20 Jahren Klassiknacht. Es gibt inzwischen einige Traditionen, Pomp and Circumstance Nummer 1 von Elgar. Es kommt ganz viele tolle Stücke, so wie in der Halle der Bergkönig von Grieg. Einfach Stücke, die wir ausgewählt haben, auch Stücke von Gershwin und Bernstein. West Side Story zum Beispiel ist ein Stück von West Side Story. Stücke, die wirklich das Publikum hört das und die denken, ah, das ist das Stück und ich genieße das, ich liebe das zu hören. Einfach, ich habe wirklich so eine Wunschliste ausgesucht von den Top-Favorites und die alle von den letzten Jahren hingekriegt, eingepackt in diesem einen Programm. Ich denke, es wird für das Publikum, es ist immer stimmungsvoll, aber das wird dieses Jahr besonders stimmungsvoll. Zum Jubiläumskonzert am 15. Juni werden rund 3000 Gäste erwartet. Von Georges Bizets beliebter Oper Carmen bis hin zu Welthits von Johann Strauss. Die 20. Klassiknacht verspricht ein Feuerwerk der Emotionen zu werden. Dazu gibt es wie üblich unterhaltsame Informationen vom Dirigenten. Ich spreche ein bisschen mit dem Publikum. Wir haben Spaß. Es ist anders als rein im Konzertsaal zu sitzen. Auch wenn das Programm gleich wäre im Konzertsaal, das in der offenen Luft, wo man in der Pause dann ein Bratwurst oder so eine, wie heißt das in Rostock, die Bockwurst, essen kannst und es ist einfach eine ganz einzigartige Stimmung. Die Einnahmen werden dem Bau des Polariums zugutekommen. Die neue Heimstätte für die Eisbären und Pinguine soll im September eröffnet werden. Bislang haben das jährliche Open-Air-Konzert rund 50.000 Klassikfreunde erlebt. Sie sorgten für Einnahmen von fast 500.000 Euro. Ein Großteil davon floss in den Bau des Darwineums. Für Leute, die das noch nicht erfahren haben, kann ich nur sagen, das ist etwas ganz, ganz Einzigartiges, soweit ich weiß, in ganz Deutschland. Marketingleiter René Gottschalk bedankte sich bei den Sponsoren, die jedes Jahr zum Gelingen der Klassiknacht beitragen. Karten sind im Zoo und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich und können auch online erworben werden. Allerdings gibt es nur noch ganz wenige Restkarten. Aber ein Besuch im Rostocker Zoo lohnt sich ja, wie man weiß, auch unabhängig von der Klassiknacht. Und hier schauen bitte.